Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Das Spiel ist ein bisschen laut, ne? Meine Fresse! Ich habe ganz vergessen, wie arschig Far Cry manchmal sein kann. Abgesehen davon, dass entgegen aller Erwartung Corona nicht auf magische Weise verschwunden ist und die Uhrzeit auf 0 Uhr 0 gesprungen ist, geht's mir bestens. Stimmt, wir haben uns noch gar nicht gesehen. Ein frohes Neues wünsche ich dir. Ich hätte gern sowas wie einen Schalldämpfer. Gibt's das hier auch? Komme ich denn hier rein? Ja, an Neujahr war ich so fertig, dass ich den ganzen Tag geschlafen habe. Und gestern habe ich Life is Strange Before the Storm durchgespielt. Daher erst jetzt. Ist das eine Rechtfertigung? Ich hab's probiert. Was steht? Brauchst du ihn nicht den Schalldämpfer? Warum? Vielleicht könnte ich dann echt profimäßig hier durch rennen. Du bist meine Rettung. Ach Gott, Mädchen. Oh Gott. No! Bitte, ich brauche Hilfe. Was ist denn? Ich sehe sie halt nicht. Schmann 1989. Lara will offensiv spielen, Odi. Von wollen kann ich keine Rede sein. No! Oh Gott, ich habe gedacht, ich schaff das noch um die Ecke. No. Naja, sind ja erst 2 Tode. 40 Kills und Deathmatch. Ja, nice. Mein normales Leben unterscheidet sich kaum bis gar nicht von dem restlichen. Also, ja, why not? Oh Mann. Revision 2. Mhm. Wir müssen Prosperity aufbauen. Das ist unsere einzige Chance. Wo muss ich jetzt hin? Da oben, Ausbruch. Ah, das ist ja Story. Da fehlt mir noch eins, aber das finde ich nicht. Dann gehen wir erstmal kurz hier hin.
Nee, dahin. Ich hätte gern... Also ich hätte wirklich, wirklich gerne auf meinem Sniper einen Schalldämpfer. Bösewicht da drüben. Warte mal, habe ich was verpasst? Gibt es morgens Lockerung? Ich dachte, die kommen erst Februar oder März. Nee, warum? Warum sollten Lockerungen kommen? Nein, mein Urlaub ist vorbei und ich muss morgen wieder arbeiten. Deswegen. Warum hast du nicht einfach die Zelle geschossen? Das Sägeblatt hat doch eh Querschläger. Ja, ich weiß auch nicht. Waschur, ich weiß viele Sachen nicht, ne? Schmann 1989. Kannst du keinen Schalldämpfer kaufen oder wie ist das in Mistan? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man hier einen Schalldämpfer. Boah, wie die da am Lachen ist. Ob ich schon wanderte. Hey, hier drüben. Ja, schnell. Ja, ja. Ich wechsle die Stellung. Mach das. Ach, Mädel. Rücken gekriegt. Natürlich bist du schwer verletzt. Boah, ich stelle mich so dämlich an. Ich kann nicht viel mehr einstecken. Oh, mein Auge tränt. Leute. Oh. Wahre Liebe, absolut. Oh. Wahre Liebe. Probier's nochmal. Es hat ja eigentlich ganz gut angefangen. Hm, Dishonored wird richtig lustig. Mach das. Wie schwer kann das denn bitte sein? Wir spielen auf normal, ne? Was war das? Ein Messer. Suchen wir ruhig zu bleiben.
mich los. Muss ich ihn dann noch irgendwie rausholen oder so? Leck mich doch. Auf ein Wort, bitte. Ja, warte, wenn ich die anderen hier befreit habe. Highwayman-Notiz. Was für ein Glück, dass wir dieses Grundstück gefunden haben. Viel Platz für Käfige und ein schöner, offener Bereich für die Umerziehung. Oh Gott. Alle Häschen, die Probleme machen, werden sich es neu überlegen, wenn sie sehen, was hier vor sich geht. Ich besorge die nötige Ausrüstung. Trommle du genügend Leute zusammen, damit wir aufbauen können, sobald ich zurück bin. Hab auf dem iPad voll den Delay, auf dem Handy warst du schon weiter. Echt? Danke für die Rettung. Die Highwaymen greifen uns und New Eden an. Keiner ist mehr sicher. Das ist ja doof. Noch nicht. Mein Nacken macht sich bemerkbar. So eine Erleichterung. Ich sollte mich erstmal richtig vorstellen. Jerome Jeffries. Die meisten wieder 40 Kills Deathmatch. Ach, Exe. Ich weiß wirklich zu schätzen, was du hier getan hast. Vor der Pro. Du hast ein Gespür dafür, Menschen zu helfen. Das ist eigentlich meine Berufung. Mickey und Lou hören erst auf, wenn sie Hope County ausgeblutet haben. Und es ist ihnen egal, wen sie dafür platt machen müssen. Wir brauchen Leute, die sich gegen sie auflehnen. Jemandem wie dir würde ich folgen. Also, wenn du nach Verbündeten suchst, du hast einen. Sehr gut. Jerome kommt nach Hause. Bis Carmina geboren wurde. Sehr schade, dass sie ihr zu Hause aufgeben mussten. Ihr ganzes Leben lag noch vor ihnen. Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Tut mir leid, dass dein Empfang in Hope so beschissen ist. Ich verstehe so Leute wie Jerome einfach nicht. Was hat man denn davon, andere Leute zu retten? Man muss sich selbst genügen. Das hat Papst immer gesagt. Zu Hause. Ich würde alles geben für eine einzige Erinnerung daran, wie das immer war. War ganz lustig, besonders die Geschichte mit deiner Geburt. Gehen wir jetzt erstmal weiter, ja, ne? Und jetzt auch noch Rainer freigeschaltet, ich habe keine Ahnung. Wer ist Rainer? Will ich das wissen? Bitte lesen. Carmina, sei zurück, bevor es dunkel wird und fang nicht wieder an, mit mir darüber zu diskutieren. Die Highwaymen haben Falls Eden eingenommen. Sie sind überall. Du musst vorsichtig sein. Bitte, ich kann nicht dich auch noch verlieren. Oh Gott. Ich kann dich nicht auch noch verlieren. Ach ja, der gute Ray.
Eigenartig, wie wunderschön und gleichzeitig furchtbar es ist, hierher zu kommen. Was? Schokolade? Habe ich gerade gegessen. Das ist basically die beste Dude, die du haben kannst als Charakter, okay. Der DLC vom ersten Teil war ja mega gut. Der beste DLC, den ich je gespielt habe. Von welchem Spiel? Aufgepasst! Oh, bist du mir wirklich da reingelaufen? Aua. Warum? Sag mal, was ist denn los mit euch? Ihr dummen Schweine. Boah, ey, das gibt's doch nicht. LOL! Oh mein Gott! Ich brauche einen Arzt! Ja, ich weiß! Was ist denn hier los? Es ist doch unfassbar. Was steht? Mann, Mann, Mann. Es tut mir so leid. Es geht einfach nicht. Warte, du hast doch was für mich. Ich habe Geschichten über einen wilden Eber namens Horatio gehört. Anscheinend mag das Schwein nichts mehr als zu kämpfen. Ich frage mich, ob du seine Familie überzeugen könntest, ihn dir für eine Weile auszuladen. Ich liebe den ersten Teil, habe es ja im ersten Versuch brutalweise... Ach so, du meinst Dishonored, okay. Du redest von Dishonored, ach jo. Schmann 1989. Schweinerei. Ja. Apropos Schweinerei, wo sind denn jetzt die Schweine, die ich gerade abgeknallt habe? Alle weg. Ah, die finde ich doch nie wieder. Toll. Ich habe einen guten Tipp bekommen. Die Highwaymen haben Trucks voller Beute und Herstellungsmaterialien. Vielleicht kannst du sie ihnen wegnehmen. Das könnte sich lohnen. Wenn ich es denn schaffen würde, diese blöden... Aha. Leute auch mal zu erschießen. Ach, Last of Us 1. Ja, ich habe ja die Remastered-Version für die PS4. Da war das DLC damals direkt mit bei. Der Kopfschuss war Pro-Gamer-Style? Nein. Das war Glück. Das war einfach nur pures Glück. Jedes Mal, wenn ich treffe, ist das hier Glück. Ein Widerstand. Die Nuidener glauben nicht an dich. Vielleicht. Aua! Geh weg! Ja, was zum Teufel? Ich hoffe, Kim kriegt Prosperity wieder hin. Jedenfalls wird sie viel Hilfe brauchen. So. Kurz mal Ruhe.